Ja, hallo und herzlich willkommen zurück bei Let's Play Fiesta Online, immer noch mit der Hunty. Und los geht's, wir hauen uns weiter durchs Drachengrab. Mana-Tränke, ja, noch über 50, aber so, Mana-Steine meine ich, noch über 50, aber so langsam werden es weniger. Dafür habe ich aber 72 Tränke so und wahrscheinlich auch noch T4-Tränke in den Haufen einstecken, sollte also kein Problem sein. Okay. Ob wir jetzt ganz durchkommen, weiß ich nicht, müsste ich gucken. Ja, müssen wir testen, weil wie gesagt, Lebenstränke geht ja auch so langsam mal zu Ende. Aber das kriegen wir hin. Lebenstränke, sage ich, Lebenssteine. Wie immer, Löffeln am Limit. Oh, Hunty ist gestuntied. Gestuntied. Hunty ist gestuntied. Yay, Hunty ist gestuntied. Hunty ist gestuntied. Komisches Wort. Lo. Jetzt halt doch mal um hier, ihr bösen Menschen, ihr. So. Gargoyle auch. Hä? Sind da noch mehr? So, okay, jetzt haben wir sie. So, auch mal hupfen. Auch mal hupfen. Hupfen, hupfen, hupfen. Bei uns ist Hupfen und Malz verloren. Ich weiß, mieses Mordspiel. Wortspiel. Mordspiel vor allem. Mieses Mordspiel. Nein, kein Mordspiel. Mord ist ihr Hobby. Paperklatscher hat den Titel Bettler erhalten. Glückwunsch, Paperklatscher. Juhu. Zipfelklatscher war schon besetzt, oder? Oder hast du den Char auch? Nette Namen. Muss man sagen. Sind ja auch lustig und man sollte auch lustig nehmen. Der Spaß daran sollte immer sein. Jeder sucht sich ganz witzige Namen aus und manche eben nicht. Und ja, witzige Namen kommen übrigens eh besser an. Finde ich zumindest. Also ich damals mit meinen anderen Namen, ja, so ganz so witzig, wahnsinnig. Aber dann kam der Nagel. Und der Nagel klingt ja schon mal witzig. Und der ist dann erst, sagen wir mal, richtig bekannt geworden, berühmt. Hopp. Hatte so tatsächlich schon überlegt, eventuell meinen Mist, nicht meinen Mist, sondern meinen Halloween-Feuerwerk wegzuschmeißen. Komm hier weg. So. Hopp. meinen Namen nämlich zu nehmen und so. Wisst ihr, was ich meine? Ich auch nicht. Also ich hatte tatsächlich überlebt, meinen YouTube-Namen damals ja, zu übernehmen. So war's, genau. Aber dann habe ich mir gedacht, ach nein, nimmst du den Kanal, den du hast, nimmst du den Black Mask-Kanal, machst du keinen Nagel-Kanal. Nein, machst den Black keinen Nagel. Warum? Wie gesagt, ich war kurz davor zu entscheiden, aber ich habe mir gedacht, ah nein, bei Nagel hast du doch, bei Black hast du doch schon noch Abonnenten und auf die kannst du aufbauen. 14 Stück waren es, glaube ich. So, und naja, gut, ja, ich habe ja auch auf den aufgebaut. Ich weiß nicht, ob da mich ein paar von denen überhaupt noch abonniert haben. Dü vielleicht, aber bei dem, ah nee, der hat ja auch einen Kanalwechsel, das heißt Original Dü ist da auch nicht mehr. Originü Dü. Naja, was soll's. Damals war das aber auch noch viel. 14 Abonnenten, ne? Damit überhaupt anzufangen, hat ja nicht jeder. Andererseits fangen andere mit 1000 Abonnenten an. Oder so. Flupp. Fall mal um. Bom. Okay, sonst hat er nichts. Weißt du, was wir jetzt machen? Flupp. Hehehe. Draußen stehen wir. So, in Gruppe einladen und wieder rein. 6 noch. Normal. 6 noch. Hihi. So. Ui, erstmal ordentlich hinsetzen hier. So. So ist besser. Und weiter geht's. 6 Stück. 6 Stück. Ist doch klasse. Ist doch klasse. Mal schauen, ob ich die heute noch schaffe. Also. Von, Titane. Alles andere wird so nebenbei. Oder. Ist schon hier. Lalalala. Genau. Wird schon werden. So, hier von den Nährpass kann sein, dass ich da noch ein oder zwei habe. Die Karawane haben wir voll. Und ja, so. Genau, wird schon. Und die Shellers waren ja eh nur 30 hoch. Warum kriege ich jetzt so viel Damage? Warum habe ich jetzt so viel Damage gekriegt? Ja, so was. Irritiert. Voll irritiert bin ich jetzt. Aber hat sie wild, wir haben es ja überstanden. Wahrscheinlich habe ich auch nur kurzzeitig die Aggro von allem. So, silberner Schlüssel, sonst ist nichts drin. Na, dann gucken wir mal weiter.
So. Ich werde jetzt auch nichts Neues mehr draufhauen, weil ich sehe, den HP-Verlängerer oder Erweiterer habe ich doch nicht draufgeklatscht. Den habe ich eiskalt mal vergessen. Aber das ist halt so wild. Ich meine, sollte Hunty doch eher gehen müssen oder ich keine Lust mehr haben? Beides möglich. Könnte es ja sein, dass ich sage, okay, wisst ihr was? Oder so. So, 940 oder 939 besser gesagt ist die Folge hier schon. Das heißt, ich muss mich so langsam wirklich auf Folge 1000 vorbereiten. Ach du Schande. Verdammt, die Zeit rennt aber auch. Übrigens werde ich es dann so machen, zu den anderen 100er Folgen, wie immer, zum Glück hat Hunty die meisten Mobs. Oh. Dauerstun. Ich hasse Dauerstun. So. Werde ich dann halt so machen, dass ich die anderen Server besuche. Und dann wird, sagen wir mal, das nächste Jubiläum halt erst wirklich Folge 2000 oder so sein. Weil es schon, ja, wie gesagt, wir haben jetzt die 1000er Folgen dann weg. Ich hätte nie gedacht, dass ich überhaupt 100 Folgen erreiche. War ich schon froh drüber. Aber ja, wie gesagt, für die anderen werde ich mir dann nichts mehr großartig einfallen lassen, weil irgendwann gehen einem die Ideen aus. Ich kann zwar die anderen Server dann wieder besuchen, aber das wäre dann so kurz hintereinander. Nee, muss ja dann auch nicht sein. Wobei kurz hintereinander sind ja trotzdem Folgen 100 Tage immer. Aber müssen wir schauen. Und je nachdem, keine Ahnung, ob wir zur Folge 2000 erreichen dann überhaupt. Weil Folge 1000, das hat schon eine Weile gedauert, müsst ihr wissen. Aber Folge 2000 werden wir sehen. Nichtsdestotrotz, damit ich nicht gleich abbreche, habe ich ja gesagt, alle Server, die ich nicht besucht habe in der ganzen Zeit, die werde ich noch besuchen, definitiv. Das heißt, ich werde auf jedem Server hundertprozentig mal vorbeischauen in diesem Let's Play. Alle, die wir schon hatten, wie zum Beispiel Marcus, Genera warten war, glaube ich. Was hatten wir noch? Ich weiß es gar nicht jetzt gerade. Ja, genug auf jeden Fall halt. Das hier müssen wir noch mitnehmen. So, okay. Und die anderen auf jeden Fall kommen auch noch dran. Man sollte noch kein Livestream gewesen sein, der ja auf Elgar ist. Wie gesagt, das läuft auch erstmal noch eine ganze Weile. Und da kann es sein. Nee, da machen wir auch keine 100er Folgen. Weil, wie gesagt, es wird noch schwieriger, weil da sind ja immer noch andere Leute sowieso dabei. Das heißt, ich müsste noch was anderes machen. Nee. Das wird zu kritisch. Ich hoffe, ihr seid mir da nicht. Hat die mir den Schlüssel geklaut? Sowas. Hey! Na gut, warum nicht? So. Flupp. Und flapp. Machen wir erstmal so. Wobei, Schlüssel geklaut. Sie wird wahrscheinlich den unten eingesammelt haben. Den ich immer liegen gelassen habe. Und da hat sich dann halt gedacht, ach komm, wir hauen mal den. Und es macht ja auch Spaß und so. So. Okay. Jetzt nur noch ein bisschen. Bosse die Boss. So, hopp. Pferdchen im Galopp. Über Stock und über Stein. Hau ich noch eine Stun mit rein. Und tot ist er. Verlies Feuertitan, 5 noch. Yay, es geht voran. Einen schaffen wir noch definitiv diese Folge. Und die anderen, ja, die werden dann halt nächste Folge. So, ansonsten, ich könnte eigentlich auch wieder rausgehen, aber jetzt haben wir die angefangen zu hauen. Hopp. Na komm, fall um hier. So, okay. Und Gruppe verlassen. Und in Gruppe einladen. Gruppe, da. Okay. Drachengrab normal betreten. Wunderbar. So. Geht's direkt los. Natürlich erst nachdem hier die 5 Sekunden Ruhezustand. Der kommt mir irgendwie länger vor als normal. So. Schauen wir mal. 5 noch. 5. Ein Drittel. Und dann bin ich definitiv Level 90. Ja, 90. Und vermutlich dann auch schon ein bisschen näher dran an Level, Genau, an Level 91. Und das wiederum bedeutet, ich bin sehr nah dran an meiner Heergi-Army. Juhu, ich freue mich an Ast. So, gucken wir mal hier rein. Hep. Und sehen, Fluchresistenz Teil T3 und Mana-Trank T5. Mist, wer will denn sowas? Habe ich eigentlich... Nee, ich habe keinen... wahrscheinlich, weil ich den nicht einsammeln konnte, hat Hunty den gesammelt gehabt. War schon richtig so. Okay, dann passt das ja. Ist alles gut. Alles bestens. So. Dass es jetzt leckt, lag übrigens daran, dass ich eine Invisortierung gemacht habe. In der Hoffnung, einen Platz zu gewinnen. Juhu. Hat doch voll geklappt. Bin schlau, was?
So. Hanti will sich. Nee, will sie nicht. Ich dachte. Ui! Ho! Ho! Ich habe kein Leben mehr gesehen bei mir. Ho! Hey! Ui, 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 ui. Erstmal tief durchatmen. Ui! Puh. Okay. Meine Güte. Mein armes Herz. Aber wir haben es geschafft. Alles andere ist unwichtig. So. Das sorgt für Adrenalin. Das sorgt natürlich auch dafür, dass die Lebensstrecke wieder ein bisschen sinken. Aber ja gut, es schadet nicht, wenn die auch wieder unter 50 sinken. Dann sind es wieder unter 50, bekanntermaßen. Hopp. So. Und wie schnell das geht, wenn man doch nur Unterstützung hat. Also, ja klar, hätte ich mir von Anfang an holen können. Gibt auch noch genug andere, die einfach mitgehätten gewollt und gesollt. Aber, ja. Hätte Fahrradkette, ne? Wie so schön heißt. Warum sollte ich mir denn unnötige Unterstützung holen, wenn es auch so geht? So, wop. Mana-Trank und Schlüssel. So. Juckt an der Nase. Hanti haut inzwischen die hier. Genau, ich hau mal mit drauf. 71 Mana-Tränke. T5. Nicht schlecht. So, Türe auf. Okay, da sind wir. Und los geht's. Rip. Flip. Hanti ist gestuntet. Ja, gestunt halt wieder. Mensch, immer dasselbe. So. Und los geht's. Ich laufe hier im Kreis. Und klar, mache hier viel Scheiß. Drum renne ich hier im Kreis. Dass das jeder weiß. Ich glaube, ich habe ne Mais. Aber das weiß wirklich jeder. So, hopp. Und hepp. Und nochmal eins dann drauf. Umfallen. Wunderbar. Noch vier. Vier, Leute. Vier. Das wiederum bedeutet, ich gehe direkt raus hier. Komm, flupp. Vier. Juckt. Nase. Oh, Hanti. Gestunt. Innengruppe einladen. So, normal. Wunderbar. Ach, ich freue mich. Ich freue mich. Noch vier Stück. So, jetzt müsste es aber soweit sein. Genau, okay. Vier noch, ich glaube, ich werde Blade. Vier noch, ich weiß jetzt, wie es geht. Hoho! Ole, 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 ich haue Mobs, wo ich sie sehe. Ole, 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 ich freue mich auf meine HG. So, ich mach schon mal hier auf. Und schlapp. Mana-Trank, Lebenstrank, den Schlüssel lasse ich mal liegen. Den brauchen wir nicht, wir wollen den anderen haben. Ja. Hä? Nee, sah so aus. Sah jetzt im ersten Moment aus, als hätte ich da eine Zahnlücke. Aber ich habe ja keine, deswegen. War vielleicht nur ein Schatten oder sowas. Der eine Schneidezahn ist ein klein wenig kürzer. Da habe ich mal irgendwo irgendwas draufgebissen und das obere Stückchen dann abgebrochen. Aber der Zahnarzt hat gesagt, nein, das ist alles gut. Das muss man so lassen. Lässt sich nichts machen. Hier, der eine da unten, da hier eine kleine Lücke. Eine kleine Lücke. Ja. Jetzt genug Ekelzeug gezeigt. Jetzt geht's weiter. Lalalala. Einfach mal durchrennen. Möb. Wer möbt mich wieder an? Kruger fallen schon, das ist schön. Flammgeister? Flammgeister auch. Ist noch besser. Wuhu. So. Flip. Alle bitte umfallen, weil umfallen wäre wichtig für die Moral und so. Okay. Na dann gucken wir mal. Verlies Gargoyles. Die 50. oder 60. oder 1000. Keine Ahnung. Haben die mich gerade angespuckt? Das sah jetzt so aus. Das lasse ich nicht gelten, Schellas. Wer mich hier anspuckt, der kriegt Ärger. Da spucke ich nämlich zurück. So. Muss ich da mal aufwischen. Schatz, wisch du mal hier auf. Hier hat jemand hingespuckt. Reagiert nicht. Wird unten sein. Ist auch besser so. Sonst kriege ich wahrscheinlich Haue. Ja, ich krieg von meinem Schatz manchmal Haue. So,
Immunitätstrank, Gifte und Schlüssel, den ich wieder nicht mitnehmen kann. Ach, verflixt. Hier. Eno Glückslicks. So. Ich weiß, kann man teuer verkaufen, aber geht auch so. Hanti? Hanti kommt. Hanti unten auf dem Weg. Ach so, und ich sehe gerade hier, wir könnten auch mal den Boss einfach in der nächsten Folge hauen. Mal schauen, wie weit wir dann kommen. Vielleicht schaffen wir es ja in der nächsten Folge, die letzten Möpse zu hauen. Müssen wir mal gucken. Dann heißt das, dass wir in der nächsten oder in der übernächsten Folge höchstwahrscheinlich Löffel abhaben. Also Leute, bis zum nächsten Mal. Bis denn. Tschüss.